Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Evil Within. Und nachdem wir in der letzten Episode hier zwei von den Safe-Köppen weggehauen haben, geht's jetzt weiter durch diese ominöse Tür. Wobei, so ominös ist die gar nicht, aber egal. Oh. Das Licht am Ende des Tunnels. Soll ich da wirklich hingehen? Das ist normalerweise nie eine gute Sache. Aber na gut. Rufik. Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Oh, sieht ja nett aus. Die Tür ist natürlich weg. Was denn sonst? Okay, was passiert hier jetzt? Ich schätze mal, in die Suchscheinwerfer von den Augen reinlaufen ist mal keine allzu gute Idee. Kann ich hier links gehen? Tatsache. Oh oh. Der Badi Badabada. Oh 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 oh. Weiter, weiter. Gehen wir mal hier entlang. Holy moly. Oh, ich glaube, da muss ich rein. Ja. Und weiter. Holy shit, da ist noch einer. Und rein in die nächste Gasse. Und raus. Okay, ist ja bis jetzt mal nicht so kompliziert. Zwei Schalter. Was bringen mir die? Okay, damit kann ich anscheinend wählen, ob ich links oder rechts gehen will. Ich gehe links. Weiß nicht warum, einfach so. Ah, toll. Ah, schnell durch. Huiuiui. Oh, Bombe. Bombe, Bombe. Oh, toll. Fucking Bombe, ey. Kann ich die eigentlich zerschießen? Ja, kann ich. So, dann tue ich mir ein bisschen leichter, dass ich hier vorbeikomme. Brauche ich einfach nur gerade rüberlaufen. Mehehe. Das komplette Spiel ausgetrickst. Damit haben die Entwickler sicherlich mal nicht gerechnet. Was jetzt? Holy shit! Ich glaube, es ist Laufen angesagt. Nein, 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 nein. Okay, in die rote Suppe laufen ist keine gute Idee. Nicht so wirklich, hä? Serbian Psycho. Toller Film. Ganz sicherlich. Okay, der ganze Spaß nochmal. Na komm. Dann mal los. So, hier nicht reinlaufen. Toll, hier bleibt mir ehrlich gesagt gar nichts wirklich anderes übrig. Und geschafft. Na gut, war ja easy. Wenn ich nicht durch die zweite Pfütze gelaufen wäre. Okay. Und ja, diesen Innenhof hier kennen wir ja auch schon irgendwie. Da waren wir doch auch schon. Und da ist eine Tür. Die natürlich nicht aufgeht. Ach, und ich hätte schon erwartet, jetzt das Mega-Secret zu finden. Aber nö. Aber jetzt mal im Ernst, gibt's hier rein gar nichts mehr. Sind wir schon so nahe am Ende, dass es überhaupt keine Munition mehr oder irgendwas gibt? Tatsache, hier ist rein gar nichts. Na gut, dann mal wieder hinauf in den Leuchtturm.
So, das hier kennen wir ja. Wobei, da müsste ja eigentlich nochmal der Speicherraum sein. Ja, Tatsache. Nur der Stuhl ist weg. Wieso ist der Stuhl weg? Ach, und ich hätte gehofft, dass ich jetzt meine 24.000 nochmal ausgeben kann. Aber anscheinend nicht. Ja, wenn das Spiel nicht will, dann halt nicht. So, ich gehe mal davon aus, hier wird noch immer dicht sein. Na, da geht gar nichts. Na gut, dann nochmal mit dem Fahrstuhl nach oben. Das kennen wir ja schon alles. Dürfte ich drücken? Wieso darf ich nicht drücken? Ach, okay, diesmal fährt er von alleine. Wie weit die Technik schon ist, der weiß automatisch, in welche Etage ich will. Gedankenlesende Fahrstühle. Das kann nicht gut enden. Das wird so Terminator-Ausmaße annehmen. Wo Fahrstühle die Weltherrschaft an sich reißen. Wenn ich hier lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Ja, habe ich gerade erklärt, warum. So, wie lang denn noch, hä? Wir sind ganz schön hoch. Und wir sind noch nicht mal an der Hälfte der Strecke angelangt. Okay. Es wird zumindest übersprungen. Oh, sieht ja nett aus. Hübsch hat es hier der Rubik. Schön eingerichtet. Ey, da liege ich. Das kann Hallo. Sein. Hä? Leslie? Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Rubik. Er ist derjenige. Leslie!
Okay, jetzt haut sie zum Finale anscheinend nochmal richtig auf die Kacke. Oh, shit. Von dem Patschehändchen sollte ich mich, glaube ich, nicht erwischen lassen, hä? Nochmal, natürlich nochmal. Oh, shit. Oh, das war knapp. Oh, ein Schulbus, hallo. Hallo, Rubik. Schöne Zahnspange hast du. Gelauf, Sebastian. Schneller. Meine Fresse, ich sehe gar nichts mehr. Außer Tentakeln. Oh, Kacke. Oh, na, wie praktisch, dass wir genau beim MG landen. Das finde ich sehr nett von dir, Rubik. Dass du zumindest mal ein bisschen eine Chance gibst. So, Rubik sitzt ja da im Kopf. Also, schätze ich mal, ist ein guter Plan, da auch raufzuballern. Außer natürlich die Markierung zeigt mir was anderes an. Ja, das geht aber mal nicht so einfach zu treffen, muss man sagen. Holy moly. Rubik, könntest du mich bitte ruhig halten? Ich versuche dir immerhin in den Kopf zu schießen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wieso treffe ich nicht? Na, geht doch. Na, komm schon, ruh mich doch mal nah dran. Ja. Nein, weg. Ja. Ja, ist nur gut, dass es in dem Spiel nicht irgend so eine beknackte Mechanik wegen Überhitzen oder irgend sowas gibt. Da kann man schön draufhalten. Jawolle, und ich bekomme endlich mal meinen verkackten Raketenwerfer ins Friss. Ich habe nur begrenzt Schuss. Wo fliegen die Raketen hin? Na, komm schon, friss nochmal. Ich glaube irgendwie, ich muss seinen Kopf treffen. Was aber jetzt mal nicht so einfach ist, so wie der herumwackelt. So, jetzt geht's. Mann, ey, du bleibst aber auch nicht ruhig stehen, hä? Sehr nice. War's das jetzt schon oder? Anscheinend nicht. Irgendwie mega ungünstig. Der Typ ist schon verdammt nahe, ey. Holy moly. So, jetzt warten wir wieder, bis er den Kopf absenkt. Genau so. Und rein da. Holy shit. Ich glaube, das war nicht geschafft, oder? Oder doch? Anscheinend doch. Gut.
Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Oh, ich kann steuern. Okay, Rubik ist also nur noch ein Gehirn. Ja, das erledigen wir jetzt. Wir machen den Sack platt. Und mach's gut, mein guter Freund. Lebenszeichen, Sir. Lasst ihn hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Nirgendwo. Los, los, los! Detective! Sind Sie okay? Ist noch jemand hier? Ich brauche ein wenig echte, frische Luft. Okay, das war's dann mit The Evil Within und wenn man nach dem Ende geht, dann geht's wahrscheinlich weiter bei Teil 2. Denn, ja, so sieht's natürlich aus.
Ich schätze mal, dass Rubik jetzt quasi im Körper von Leslie ist und jetzt irgendwie die reale Welt abkacken will, wenn man es so sagt. Egal. Na gut. Ich bin jetzt auch irgendwie so, was das ganze Spiel angeht, so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, es hat auf einer Seite schon irgendwie Spaß gemacht, aber so gewisse Dinge, da denke ich mir, muss das sein? Aber bevor ich weiter ausführe, muss ich mal schnell ein Schlückchen nehmen. Ich meine, als erstes mal zum Beispiel. Gut, das war eine Sache, die hat mich jetzt nicht so gestört. Anfangs schon, aber später dann nicht mehr. Das war die Sache mit den schwarzen Balken oben und unten. Warum auch immer die eingebaut wurden, keine Ahnung. Die Entwickler haben gesagt, das führt zu einem cineastischeren Erlebnis. Jada, 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 bla, 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 bla. Aber ja, war eigentlich komplett für den Arsch. Gut, daran gewöhnt man sich. Nach einer Stunde Spielen fällt es einem nicht mehr auf, also egal. Aber dann zum Beispiel so Sachen wie das Boss-Recycling, das war auch so eine Sache, die mir negativ aufgefallen ist. Ich meine jetzt zum Beispiel die Spinnlady oder der Safe-Kopf. Beim ersten Mal sind die noch gruselig und alles schön und gut, aber wenn die dann zum zweiten Mal oder im Fall von Safe-Kopf dann zum dritten Mal kommen, dann weiß man, wie die Typen funktionieren, dann können die gar nichts mehr. Das ist total, ja, für den Arsch. Was auch für ein Arsch war, ist eigentlich die Versteckmechanik, also dass man sich in so Schränken und unter Betten verstecken kann, das habe ich eigentlich das ganze Spiel über nicht gebraucht. Gut, vielleicht, wenn man dann in einen höheren Schwierigkeitsgrad spielt, dass das dann vielleicht wichtiger wird, ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch nie herausfinden, also, denn ich glaube, wiederholen werde ich es nicht. Und gut, was dann noch eine Sache war, war einfach die Story an sich, die war vom Prinzip her ja nicht schlecht, dass man da in den Gedanken vom Bösewicht unterwegs ist, aber es wurden einfach so viele Fragen aufgeworfen, die nie beantwortet wurden. Ich meine, zum Beispiel jetzt mal, was genau waren die Akten jetzt an die unserer Frau, also unsere Frau Mira, die sie, ja, an die geforscht hat, also was die untersucht hat. Und dann die, für welche Organisation arbeitet Kidman? Lauter solche Fragen, die nie beantwortet wurden. Wer war der Typ, der immer mit uns aus der Zelle geredet hat? Was hat der damit zu tun? Keine Ahnung. Und lauter solche Fragen, nie beantwortet. Und ja, ich weiß, die Entwickler haben schon gesagt, es wird DLC geben, wo man Kidman spielt. Und wenn sie dann diese Fragen in dem DLC beantworten, dann kann ich nur sagen, leckt mich, Leute. Da könnt ihr mich am Arsch lecken, das kaufe ich mir sicher nicht. Ja. Ich bin so ein bisschen enttäuscht, was das Spiel angeht, einfach. Ich meine, das Gameplay an sich hat, finde ich, Spaß gemacht, aber dann so grobe Schnitzer drin, da kann ich jetzt einfach zum Vollpreis nicht empfehlen. Dann vielleicht, wenn es so wie bei Steam jetzt, beim Winter Sale, da gab es für 20 Euro sowas kostet es da, da finde ich, okay. Da kann man es sich holen. Ich meine, es ist umfangreich. Es ist nur ein Singleplayer-Spiel, also kein Multiplayer, nix. Aber ich habe jetzt was? 16 Stunden circa gebraucht für einen Durchlauf. Das geht dann schon in Ordnung. Und ja. Und ja. Ja. Einfach nur. Ja. Das ist mein Urteil über dieses Spiel. Einfach nur. Ja. Naja. Aber gut. Jetzt muss ich mir ehrlich gesagt mal überlegen, was ich jetzt als nächstes angehe. Ich weiß es noch nicht. Aber das werde ich mir in Ruhe überlegen, nachdem der Abspann abgelaufen ist. Und bis dahin sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen und tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.